Bilder aus dem Jemen. Sie erzählen von Krieg und Zerstörung und von Menschen, die dringend Hilfe brauchen. Seit 4 Jahren herrscht im Jemen ein gewaltsamer Konflikt, der furchtbare Spuren hinterlassen hat. Täglich versorgen Teams von Ärzte ohne Grenzen verletzte Menschen und kranke Kinder. Auch hier in Taiz, nur wenige Kilometer von der Front entfernt. In dieser Klinik helfen wir vor allem Müttern und ihren Kindern. Die deutsche Hebamme Dorothea Müller wird hier 5 Monate lang zusammen mit Ärzte ohne Grenzen im Einsatz sein und schwangere Frauen und Babys versorgen. Sie berichtet von einer Patientin. Herr Aula kam vor 3 Tagen zu uns in die Klinik in einem sehr kritischen gesundheitlichen Zustand, das uns veranlasst hat, relativ schnell einen Notkaiserschnitt durchzuführen, um Aula selber und ihre Tochter retten zu können. Es ging auch glücklicherweise gut aus und Aula repräsentiert viele Frauen, die zu uns in die Klinik kommen, die sehr spät zu uns stoßen aufgrund des Krieges, der einfach hier in Jemen herrscht. Speziell für Kinder unter 5 Jahren bieten wir in unserer Klinik alles, was diese für ihre Gesundheit brauchen. Eine Notaufnahme, eine Geburtsstation und Hilfe für mangelernährte Kinder. Jetzt sind wir auch in einem Teilsaal und arbeiten tatsächlich ganz tolle, motivierte Hebammen. Ich bin jeden Tag sehr fasziniert, was die Hebammen hier leisten und wie motiviert und zuversichtlich sie trotz dem Krieg und dem Kriegsgeschehen hier arbeiten. Ob im Jemen, im Südsudan oder in Deutschland. Mütter und Väter wünschen sich das Gleiche. Gesundheit und Frieden für ihre Kinder. Bitte spenden Sie jetzt für unsere Arbeit in rund 70 Ländern. Vielen Dank.